Oh, hier sind wir stehen geblieben. Du warst toll heute, Tommy, ja. mit dem Fahren. Ich hatte recht. Als ich dich aufgegabelt habe, weißt du noch, was ich gesagt habe? Was hast du gesagt, Polly? Ich sagte, der kann fahren. Don Salieri, der Kerl kann fahren. Und hier sind wir. Wir sind da. Genau hier. Da sind wir. Lässt du mich alt aussehen, Tom? Schau dich an. Jetzt bist du sogar so ein Rennfahrer. Wir haben alle unsere. Du machst dich wirklich gut in der Familie. Aber du weißt, dass du es leicht hast, oder? Ich und Sam hatten die Drecksarbeit weg von dir. Ist das so? Du hast ja keine Ahnung, wie das ist. Du wirst zum Don gerufen und machst dich verrückt. Ich habe schlimme Sachen gemacht, Tom. Wir stecken da zusammen. Ich auch. Ich mache, was der Don sagt und wann er es sagt, wie du. Du bist wie ich. Du kannst es nicht einfach ausblenden, so wie Sam. Und gehst nach Hause zu wem auch immer der heimgeht. Holly, du bist betrunken. Du solltest die Klappe halten, um deinetwillen. Ja, du hast recht. Hast ja recht. Der ist halt stirnhagelvoll vom illegalen Schnaps. Achso, wir brauchen ja gar nicht. Tom, ich bin ja eine Frau. Damit helfe ich dir heute nicht. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zum Blue Tropics. Weiß nicht. Ich sollte dich heimbringen. Die Brücke. Nimm die Brücke zur Insel. Bring mich zu den Mädels. Bring mich zu den süßen Schnecken. Nein, dich nach Hause zu fahren klingt stilvoller. Okay, ja, das ist was. Oh Mann. Du solltest mal die Puppen Fass sehen. Fass dich durch! Twitch Prime ich ist. Ich überlasse es dir, mit den Haifischen zu schwimmen, Polly. Du musst mir schon sagen, wo zur Hölle ich hinfahren soll. Das weißt du nicht? Ich weiß es nicht. Es hat ein blaues Schild. Da brauche ich schon etwas mehr. Blaues Schild, darauf steht Blue Tropics. Das ist genau neben den Docks. Macht Sinn. Schau auf die Karte oder so. Hier waren wir gestern stehen geblieben, ne? Mehr hatten wir ja nicht gemacht. Ja, hier sind wir, glaube ich, bis hier. Zu Hause? Du hast mich heimgebracht? Vielleicht. Vielleicht ist das. Gute Idee. Ja, okay. Ich will mal. Träum schön, harter Kerl. Ich weiß. Ja, ich fühle mich nicht so gut. Kapitel abgeschlossen. Fair Play. Nice. Hey Seppel, moin, ich grüße dich. Let's go! Sarah, 1932. Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber es sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten. Kativi Ragazzi. Miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Ui, hallo, Sarah. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut,
Wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich fand in den 30ern die Frisuren sehr, sehr schön. Ich hole meinen Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen. Nein, hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Was ist jetzt mit den Kerlen, Tom? Na dann? Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Finde Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Schissi, moin, ich grüße dich und Hashtag, ich grüße dich auch. Und Floster von Froster. Knechtung, ich grüße dich. Yes, sir, moinsen. Oh, Nils, du schließt dein Bildschirm ab, yes. Sorry, war mein Fehler. Anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Soll ich gegentreten oder soll ich wirklich klopfen? Das ist nicht klopfen. Tommy, das ist nicht klopfen, Magga, das ist kloppen. Marco, ich grüße dich, moin. Ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Nacht. Buona notte, Tommy. Buona notte. Ich kann kein Italienisch, es tut mir leid. So, wo sind denn jetzt hier die frechen Boys? Na dann mal los. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Ich bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Tommy. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist, schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Tommy ist halt ein Gentleman. Stimmt. Hallo, wir sind Gentlemans. Das ist wichtig, Sarah. Das ist wichtig heutzutage. Blumen für die Dame, Signore. Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Oh. Könnte passieren. Mann, Tommy, du Arsch! Kauf Blumen, du Penner! Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum. Aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich hab die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo. Die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich. Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist ihr für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert.
Ich brauche weder Salieri noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Wo gehst du hin, Süße? Moment. Du bist ein ziemlicher Feger, ha? Du solltest dich nicht mit Abschaum abgeben. Ich und Johnny, wir können das ewig durchhalten. Was, wo war dein Schlag? Wo war dein Schlag, verdammte Scheiße? Mann, ey! Warum? Auf welcher Taste war Schlagen, verdammte Scheiße? Kuh, ne? Stimmt, das war Kuh. Kacke! Warum ist das auf Kuh zugegeben? Auf Kuh! Kuh bekloppen! Es ist Kuh für Kloppen, Chat. Oh, der letzte hat mich natürlich wieder ausgenockt. So eine Scheiße, ey. Steh auf, Tommy, Mann! Ich wusste doch nicht, dass es Kuh ist. Ich wusste nicht, dass es Kuh ist, Tommy. Normalerweise ist das auf die linke Maustaste und nicht auf Kuh, sag mal. Die Sau hat mich gebessert. Die Fotos, das ist schon ein bisschen geil, oder? Das ist schon ein bisschen geil, ey. Also fototechnisch? Das, ich mach das. Wo gehst du hin, Süße? Na. Billy hat recht. Du bist ein ziemlicher Feger, ha? Weg von mir! Du solltest dich nicht mit Abschaum abgeben. Sarah, warte, ich komme! Ja, ich will Blut sehen. Yeah, jetzt geht's rund, meine Freunde. Hol ihn dir, Billy! Gut. Nee, schießen wollen wir nicht. Muss ich immer gleich morden. So, du kleiner Pisskopf. Komm mal ran hier auf 2 cm. Oh Gott! Werde ich nicht. Warum bist du so ein harter Dude? Tommy! Gute Fuck. Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Schade. Das Rohr ist stabiler. Aua! Warum? Also die Tastenbelegung für den Computer ist halt so bescheuert. Die Taste... Ah! Die Tastenbelegung für... Warum ist Alt... Warum ist Alt Block? What the fuck? Excuse me. Ich hoffe, wir müssen nicht so häufig kämpfen. Ja, die Tastenbelegung ist halt wirklich super Banane. Du bist hoffentlich besser als deine Freunde. Na klar, bin ich besser als meine Freunde. Du bist eine richtige Wildkatze. Ich mach dich wütend, weißt du das? Deswegen komme ich immer wieder. Du hast heute einen großen... Hast du die leise Ahnung, mit wem du dich anlegst? Na klar, mit so einer Gangster-Uhr und der Kakerlake auf seiner Schulter. Das hier habe ich drauf, du Bastard! Bleib weg von mir! Tja, wie würde man heute sagen? Ehre! Hey! Oh ja. Du hast den guten rechten Haken, das gebe ich zu.
Du blutest. Komm mit zu mir. Ich seh's mir an. Oh, Sarah, nicht beim ersten Date. Hallo, ich habe hier junge Zuschauer. Wir müssen denen beibringen, wie man in ein Date reinkommt. Außer mit Grölen, wie so ein räudiger Hirsch. Ach so, siehst du? Was ist? Kommst du ran, lässt dich verarzten? Ruhe, Chat, Ruhe. Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammen tackern. Was hast du? Oh! Ah! Oh! Mit Grüßen vom Don. What? Noch ein. Aber doch nicht so. Sarah! Doch nicht beim ersten Date wegnageln! Okay. Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht so lange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Na klar. Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht. Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Uff, warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Oh, ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. Ladies and Gentlemen, die Heizung ist aus. Ich bringe heute alle meine Decken weg. Wenn meine Freundin kommt und dann sage ich, Schatz, tut mir leid, Heizung geht nicht und ich habe auch keine extra Decke im Haus. Ich habe gehört, der funktioniert ganz gut. Gewöhn dich lieber dran. Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Lunapark oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy? Geh zu Vinny, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lass diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Ja, Andy Feind, finde ich auch. Also, da bin ich ganz deiner Meinung. Auf jeden Fall. Ein paar dieser Bastarde könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute Jagd. Dir auch. Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Vinny fertig bist. Klar. Schlagen wir ein paar Schädel ein. Gut, Leute. Gehen wir mal ein bisschen mit Kuh zuschlagen, wa? Kuh, Kloppe.
kommt kein Geld mehr. Morello, let's go, baby. Moment. Könnten wir uns, Visios, moin. So ein Knüppel könnten wir uns mitnehmen. Ich muss mich noch kurz eindecken. Kinok, ich grüße dich übrigens. Koppedino und ich grüße dich auch. Moinsen. So, dann gehen wir mal zu Vinny. Hey, Vinny. Hey, hey. Brauchst du ein paar Eisentauben? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von dem Typen durchsucht. Wird von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden sie nicht. Danke, Vinny. Und der dritte, Tommy? Ey, du undankbares Schwein, nimm doch alle drei mit. Was soll denn das? Falls einer zerbricht, du musst doch mal nachdenken. Mando! Trifft Pauli in Chinatown. Kann ich mir das Auto einfach nehmen? Kann ich scheinbar. Habt ihr den benutzt? Nee, ne? Now, a news report on the rising crime figures and the Oh, schönes Wetter. Top-Foto-Wetter. Mara, sollst du Lack oder was? Geh zu, runter hier. Damals gab es noch keine Regenjacken, ne? Chinatown. Warum hust du mich denn? Du fahr doch! Du fahr! Nee, du nicht. Du sollst stehen bleiben. Moin, das ist Askordönchen. Ich grüße dich. Oh, da ist die Polizei. Ich sag mal, Andy-Feind, hast du heute noch keinen Snickers gehabt? Oder warum rollst du mit deinem Gesicht so auf der Tastatur rum? Bagger, was machst du? Ich glaube, ich muss mir echt langsam eine lange Hose anziehen. Das ist wirklich frisch geworden. Hm. Hat der Zeit. Los, ich bin patschnass. Keine Ahnung, warum Biff in so einem Drecksloch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy. Du bist immer butterweich bei den Ladies. Hey, moin, Marcel. Wie geht's dir, Maga? Alles gut bei dir? Was macht die Kunst? Alter Fettsack, wie geht's dir? Was? Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch, bitte. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke.
Man sieht sich. Hey, Polly, wegen der Kohle. Entspann dich, ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Bei mir ist alles gut, Meißel, ja. Ich hatte gestern einen Stromausfall und einen sehr, naja, wie soll ich sagen, einen sehr wilden Tag. Hm? Mein Tag war gestern sehr wild, sehr witzig. Hätte man einen Film draus machen können. Oh, und heute ist der Tag der Tage. Heute kommt mein allererstes iRacing-Video bei YouTube. Das wird sehr schön. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemanden mit einer Lieferung Anzüge. Top-Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, ja, er bekommt seinen Anteil. Da hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Da ist es. Das Ganze läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Ich glaube, wir müssen zur Seite rein. Ich mag beides, Marcel. Ich mag beides. Alles hat so seine Vor- und Nachteile. So, dann werden wir mal eintreten hier in die gute Stube. Der beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Na. Oh! Oh, nicht den Nacken. Nicht den Nacken, sonst Wirbelsäule und so. Nicht den Nacken, Tommy. Nicht den Nacken. Ich kann nicht laufen. Das Spiel lässt mich nicht laufen. Es tut mir leid, ich kann nicht laufen. Mag er schießt hier, Alter? Ich nehme Norden, du Süden. Ich gehe hoch, du gehst dadurch. Hey. Okay, klar. Mann, tritt mal richtig gegen die Tür, du Eimer. Was machst du da? Billy, wir müssen weg. Jetzt. Lauf. Oh, shit. Oh! Ach so, der ist schon dead. Ja. Der auch? Nee. Boah, nur Headshot. Nur Headshot. Oh oh. He dead. Alle weg? Okay, cool. Come on, baby, give daddy some love. Nice. Mafia gefällt mir bis dato sehr, sehr gut. Ich habe alle Teile vorher ja schon mal gespielt. Hey, guys. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's. Säubere den Schulhof, den Hof. Hallo? Oh. Schrock! Schön ins Knie, Alter. Gib mal her, das Eisen hier. First Aid? Schreib mich nicht an, ich bin sensibel.
Flinte ist nicht geil. Ah. Ah, was für beschissene Scheiße, ey. Oh, Moment. Moment. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der neuen Version von Mafia hat der Molotow-Cocktail ein bisschen zu großen Radius. Also der ganze Raum brannte plus in unsere Räumlichkeit. Das finde ich nicht in Ordnung. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal was patchen. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal was patchen dran. Dann geht's so.